Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop Agile Care. Heute ist der 16. Januar und schon das dritte Mal, dass wir uns in diesem Jahr hier zusammentreffen mit dem Ziel, das Ziel ist immer das gleiche, es ist ein hehres Ziel, dass wir Auskünfte geben, Wissen vermitteln, damit Sie, meine Damen und Herren, bessere Lebensqualität genießen können. Und Agile Care kann das. Heute bin ich besonders dankbar, dass meine Frau Renate und Tochter Claudia mich unterstützen, denn heute ist ein ganz schwerer Tag, meine Damen und Herren. Heute hat mich die schreckliche Nachricht von Michael Zerkowskis Tod erreicht. Michael ist am vergangenen Samstag plötzlich und unerwartet verstorben. Wir alle sind erschüttert und schwer schockiert. Michael war Teammitglied von Anfang an, unser bester Freund und unser Helfer Nummer 1 in allem. Jetzt ist er nicht mehr da. Sein Herz hat am Wochenende aufgehört zu schlagen. Michael hinterlässt uns ratlos. Ich war es über Jahre gewohnt, ja, es sind schon Jahrzehnte gewesen, mich mit all meinen Fragen an Michael zu wenden. Und jetzt? Seine Kompetenz in allen Belangen, sein Können, sein Wissen werden uns fehlen. Im Moment wissen wir nicht, wie es weitergehen kann. Michael, deine Seele möge in Frieden ruhen. Ja, meine Damen und Herren, lassen Sie uns trotz alledem unseren Workshop durchführen. Das wäre auch im Sinne von Michael, dass wir das tun. Zunächst, dass ich es nicht vergesse, biete ich Ihnen an, die Folien herunterzuladen vom heutigen Tag, was vorbereitet ist. Das können Sie ab jetzt tun über die ganze Zeit. Sie wissen ja, die Folien sind hier und da für den einen oder anderen hilfreich, sich so eine kleine Akte anzulegen, um nachzuschauen für den Fall der Fälle, was wie ist. Und lassen Sie mich beginnen mit der Präsentation. Heute am 16. Januar ist auch wieder dieser wichtige Hinweis zu verlesen. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, und hier habe ich wieder eingeblendet die Grafik, die Sie kennen. Die bedeutet, um es mal kurz abzufassen und bloß in Erinnerung zu rufen, dass links beginnend wir einen Sauerstoffmangel bei jeglicher Krankheit einen Sauerstoffmangel in und um die Zellen haben und dass es dadurch zur Energiekrise kommt, weil nämlich ohne Sauerstoff kein ATP von den Mitochondrien erstellt werden kann. Damit die Zelle überlebt, wechselt sie, in der zweiten Spalte zu sehen von links, in einen Ersatzstoffwechsel. Um zu überleben, richtet sie diesen Ersatzstoffwechsel ein, der damit verbunden ist, und das zeigt die dritte Spalte von links, dass Mikroorganismen in Dysbalance geraten. Mikroorganismen, damit meinen wir Viren, Bakterien, Würmer, Pilze und auch andere Einzeller. Und die sind in Disbalance und erhalten sozusagen die Erkrankung. Sie etablieren sich und verfestigen die Erkrankung. Sie bilden regelrecht eine Symbiose zur Erkrankung. Und die geniale Idee von Dr. Rife war es und unser Gerät Agile Care und unser Verfahren Agile Care basiert auf der Idee und den Forschungsarbeiten und den Ergebnissen von Dr. Rife. Ihr Gedanke war es also, und der hat sich auch wunderbar umgesetzt in der Realität, zum Vorteil vieler Menschen schon, nämlich die in Symbiose bestehenden Mikroorganismen auf der einen Seite und die Erkrankung auf der anderen Seite, dass man die Mikroorganismen eliminiert, ausreichend eliminiert, dass sich der Körper heilen kann. Wir wehren also die Angriffe, und das sehen Sie in der vierten Spalte von links gesehen, also ganz rechts sehen Sie, wir wehren also mittels Agile Care Erreger ab, wir eliminieren sie
Und die, darunter sehen wir, dass anhand dieses Wasserhahns, wo Gift rauskommt, wir eliminieren die Reste über das Trinken von sauberem Trinkwasser und der Einnahme der besten Entgiftung, die man haben kann, nämlich Natur-Zillizin-Mikrometer. Das ist also der kurze Abriss, warum wir mit AgriCare zu besserer Lebensqualität kommen können. Und wir hatten am vergangenen Donnerstag einen Live-Workshop. Das war sozusagen eine Premiere in Strausberg. Da kamen über 80 Anwender von AgriCare zusammen am Abend und wir haben uns ausgetauscht, Erfahrungen ausgetauscht, wurden Fragen beantwortet. Und die häufigste Frage war dort, wie oft muss ich anwenden? Wie oft? Und das ist ja eine Frage, auf die ich häufig hier schon eingegangen bin im Workshop. Und natürlich sind dort, um die Antwort zu geben. Und es bleibt immer dieselbe Antwort. Ich bitte um Entschuldigung, aber es bleibt dieselbe Antwort, weil es immer dieselben Verhältnisse sind. Erstens einmal müssen wir natürlich die richtige Anwendung durchführen. Es ist ja nicht schwierig, irgendeine Anwendung durchzuführen. Und auch nicht falsch und auch nicht gefährlich. Aber wenn wir die richtige Antwort haben, die richtige Anwendung haben, dann eliminieren wir weitestgehend die Mikroorganismen und schaffen das, was ich vorher in dem Abriss gezeigt habe im Sinne von Rife. Und dazu, wenn wir schon die richtige Anwendung durchführen, müssen die Randbedingungen optimal eingerichtet sein. Sie wissen schon, vor, während und nach den Anwendungen. Wenn das stimmt und der Körper das auch umsetzt, dann haben wir es mit ganz wenigen, vielleicht sogar nur mit einer Anwendung zu tun. Ich werde heute auch wiederum da das mit Beispielen unterlegen. Ich habe es in der Vergangenheit auch schon getan. Denn wir haben große interindividuelle Unterschiede. Der eine setzt eben die Elektrolyte viel stärker durch und sichert sich auch besser ab mit Entgiftung, das heißt der Bedingung nach, und ihm gelingt es auch während der Anwendung, sich vollkommen zu entspannen. Das sind alles sehr, sehr gute Voraussetzungen, um gute Ergebnisse auch schnell zu erreichen. Es gibt auch große intraindividuelle Unterschiede. Das heißt, das bedeutet, wenn wir das zu bestimmten Tageszeiten machen oder überhaupt zu bestimmten anderen Belastungen machen oder zum Beispiel zu Zeiten machen, wo wir uns eben nicht entspannen können, oder Sie kennen das am Beispiel der Warzen, das ist deutlich, immer sehr, sehr deutlich, zum Zeitpunkt, wenn ein Vollmond ist, dann haben wir Unterschiede und diese Unterschiede zeigen sich dann am Ende doch, also bezüglich der Randbedingungen, auch der anderen individuellen Unterschiede zeigen sich dann in längeren oder kürzeren Wiederholungszeiten, Anwendungszeiten, bis man das gewünschte Ergebnis hat. Wenn wir die richtige Anwendung machen, dann kann es wirklich nur Ungeduld sein, wenn wir erfolglos sind. Und ich habe hier das Beispiel in A und B, also zwei Beispiele gebracht. Einmal hatte ich vor einigen Monaten das Beispiel gebracht, dass jemand eine schon fast komplett verschlossene Halsschlagader, also so viele Plaques in der Halsschlagader hat, dass es dort gefährlich wurde mit der Durchblutung und Versorgung des Hirns. Und diese Anwenderin hat die Anwendungen Chlamydia pneumoniae gemacht und war nach 7 Tagen komplett befreit von Plaques. Das wurde wiederum ärztlich untersucht und auch bestätigt. Und ein anderer Anwender, der unter Herzklappenfehlern, also Herzklappeninsuffizienzen und Herzklappenstenosen litt, von mehreren Herzklappen am selben, der brauchte mehr als 200 Tage, um komplett die Geschichte der Herzklappen zu überwinden, der Herzklappenfehler zu überwinden. Ja, so unterschiedlich kann das sein und so können Sie sich vorstellen, diese häufigst mir gestellte Frage kann man eigentlich nur so beantworten, dass an einigen Stellen wir es selbst im Griff haben und auch vielleicht kreativ werden müssen in Fragen der Verbesserung der Elektrolyte. Natürlich immer in uns hineinhorchen, kann ich mich vielleicht noch besser entspannen während der Anwendung und natürlich die Entgiftungsfrage. Und das Beste ist einfach entgiften mit Natur-Zillizin-Mikrometer, das ist klar. Aber einige müssen diese Entgiftung noch ausdehnen und müssen noch zusätzliche Entgiftungen vornehmen. Da gibt es verschiedene. Ich sprach in der vergangenen Woche darüber. Ja, und im Live-Workshop gab es auch viele Fragen, wie das aussieht mit unserer Belastung, unseren Gefahren durch gepulste
Funkwellen. Wir kennen ja die Funkwellen hauptsächlich eben von den Smartphones. Wir kennen sie von WLAN und Mikrowellen. Und es ist sicherlich allen klar, dass wir dadurch eine Belastung haben, dadurch krank werden können, sogar lebensgefährlich krank werden können. Epidemisch sind diese Erkrankungen schon. Wir können das hier und da sehen, wo eben besonders viel die Menschen den gepulsten Funkwellen ausgesetzt sind. Und hier muss man die Verhältnisse einfach mal kennenlernen und dann kann man sich auch entsprechend schützen. Und ich habe versprochen, Sie alle, die sich dafür interessieren, zu einem speziellen Webinar einzuladen. Es kann durchaus sein, dass dieses Webinar länger geht, als es üblich ist. Ich lade Sie zu diesem speziellen Webinar und werde Sie dazu rechtzeitig einladen, lade ich Sie ein. Und ich kann Ihnen jetzt schon nur sagen, dieses Webinar besteht einmal in der Wissensvermittlung, wie die Schäden entstehen können, damit man weiß, was da passiert auf Zellenebene. Dann lernen Sie aber auch, und darüber freue ich mich am meisten, wenn Sie bis zum Ende des Webinars durchhalten, dass alle Schäden vermeidbar sind und wir uns den Schäden nicht unterstellen müssen oder den Gefahren nicht aussetzen müssen der gepulsten Funkwellen. Das ist komplett vermeidbar, zumindest was die Schäden anbetrifft. Und das alles, und das ist die wiederum freudige Nachricht, unter Beibehaltung des Komforts. Wir müssen also unser Kommunikationskomfort nicht einschränken. Wir haben den Komfort weiterhin, nur wir müssen eben das einfach richtig machen. Und wer eben denkt, WLAN ist der Weg, ins Internet zu gehen, der sucht sich eben mit WLAN die gesundheitsschädlichste Wirkung aus, ins Internet zu gehen. Das bloß mal vorab. Aber ich möchte Sie, diejenigen, die sich hier dafür interessieren, darauf verweisen, dass ich Ihnen demnächst eine Einladung zum Webinar bringe. Und da gibt es viel zu lernen und viel gleich umzusetzen. Zur Freude der Verbesserung der Lebensqualität, was ja immer unser Ziel ist. Und nun zu einigen Berichten von Anwendern, Anwenderinnen, die uns in den letzten, in der letzten Woche erreicht haben. Und da möchte ich beginnen mit einer Anwenderin, die Zahnprobleme hat. Sie hat uns mitgeteilt, sie hatte Zahnschmerzen und Schmerzen im linken oberen Kieferbereich bis hin zum Ohr. Und die letzten drei Zähne haben freiliegende Zahnhälse. Das ist also auch extrem schmerzhaft. Und beim Beißen und Kauen insbesondere und auf warm, kalt und süß ganz, ganz große Empfindlichkeit. Das heißt Schmerzempfinden sehr groß. Was hat die Anwenderin gemacht? Sie hat sich das austesten lassen und auch mit gesundem Menschenverstand ist sie herangegangen. Ich glaube, uns hat sie gar nicht einbezogen. Das ist nicht schlimm. Wir freuen uns immer mehr, wenn jemand selbstständig das herausfindet, was ihm hilft. So hat sie durchgeführt die U105. Das ist die Anwendung Zahnherde. Das ist die, die wir zum Beispiel nicht vorgeschlagen hätten, aber bei der Anwendung hat es wunderbar geholfen, werde ich gleich sagen, dass es so war. Dann VEG4, Zahninfektionen V, ich wiederhole den Quellenkodex, VEG4. Und dann hat sie drittens noch gemacht U181, ich wiederhole U181, Zahnfleisch und in Klammern steht dazu in der Anwendung, das kann jeder bei der Anwendung nachlesen, Entzündung, Gingivitis und Pyrö. Nach wenigen Tagen hatte sie überhaupt keine Probleme mehr. Der Erfolg war da. Und wir freuen uns darüber, bedanken uns bei der Anwenderin, denn wenn wir das nicht hier mitteilen könnten, hätten nicht andere auch die Chance, das zu wissen und mit diesem Wissen das umzusetzen für bessere Lebensqualität. Eine Anwenderin hatte Gürtelrose und sage und schreibe in der kurzen Zeit vom 5.1. diesen Jahres bis zum 18. Das ist falsch. Das muss der 12. Vom 5.12. bis zum 18.12.2023 hat sie folgende Anwendung durchgeführt. Sie litt unter Gürtelrose, das wurde ja auch diagnostiziert. Sie hat die Anwendung gemacht, Gürtelrose, die den Quellcode-Index hat, U352, eine Anwendung täglich an drei Tagen. Sie hat die Anwendung C731 gemacht, Herpes Zoster, in Klammern steht da Windpocken und Gürtelrose. Sie hat
diese Anwendung einmal gemacht, täglich an 6 Tagen. Und sie hat C710, ich wiederhole C710, Herpes Simplex 1 und davon die Nummerierung 1 gemacht, eine Anwendung täglich an 6 Tagen und letzten Endes die 4. Anwendung, die sich selbst ausgesucht hat, A135, Herpes Zoster, in Klammern Gürtelrose, eine Anwendung täglich an 3 Tagen durchgeführt. Jetzt, nach dieser kurzen Zeit, also vom 5.12.2022 bis zum 18.12.2022, das muss also korrigiert werden, das werde ich auch tun, hat sie jetzt keine Beschwerden mehr und ich gratuliere und bedanke mich bei der Anwenderin, dass sie uns das mitteilt. Lippenherpes hat eine andere Anwenderin gehabt und sie hat die Anwendung, so wie sie das eben herausliest, wenn man den Katalog mal dazu sichtet, hat die Anwendung Herpes am Mund gemacht, Quellenkodex A136 und nach wenigen Tagen war alles weg. Das ist etwas, was ich auch so kenne und ich denke, ich unterstelle mal hier, dass die Anwenderin wirklich hierbei diszipliniert, das mindestens einmal am Tag durchgeführt hat und vor, während und nach dabei die Anwendung, die Randbedingungen der Anwendung optimiert hat. Schmerzen am Fuß. Da hat die Anwenderin C947 durchgeführt. C947, Luxation. In Klammern schreiben wir dazu Verrenkung, Verschiebung von Organen oder Gelenken. Das ist eine Luxation. Das ist bloß eine bessere Erklärung noch einmal in Klammern. Und nach einer Anwendung, sage und schreibe, ich wiederhole das, nach einer Anwendung in wenigen Minuten war alles weg. Auch wir, Gratulation, wir hatten ja schon einmal über Erfolg mit der Anwendung Luxation hier sprechen können. Da war es eine totale Verdrehung des Fußes und auch die Anwendung 10947 hat dort Erfolg gebracht, allerdings nach mehreren Tagen. Und hier war es eben nicht so ausgeprägt, denke ich, oder die Anwenderin hat intensiver gearbeitet, in einer einzigen Anwendung Intensität erhöht durch Randbedingungen optimieren und nach wenigen Minuten war alles weg. Ich gratuliere und bedanke mich für die Mitteilung. Dann Anwenderin mit schmerzhaften Nackenverspannungen. Also wer hat das nicht schon gehabt? Schmerzhafte Nackenverspannungen. Ich habe einmal mir eine Studie durchgelesen, die ist allerdings schon 10 Jahre alt und 87% der Erwachsenen in Deutschland haben so etwas schon einmal gehabt. Die meisten kriegen es nicht weg, will ich gleich dazu sagen. Denn nur wenige haben Akelkehr, will ich mal mit einem Augenzwinkern dazu erwähnen. Was hat die Anwenderin mit den schmerzhaften Nackenspannungen gemacht? U188, ich wiederhole, U188, Wirbelkörper, Fehlausrichtung, unbekannter Ursache. Das ist, denke ich, sehr schön beschrieben. Und dass das so gut funktioniert hat, das hat sie mit ihrem Bericht geschrieben. Kein Schmerz innerhalb weniger Minuten, bisher schon zweimal so erfolgreich angewendet. Da unterstelle ich einmal, ich habe da nicht rückgefragt, dass das sozusagen zweimal schon notwendig war. Und ich würde sagen, auch wenn der Schmerz innerhalb weniger Minuten weg ist, was ganz, ganz erfreulich ist, und wie gesagt, meine Gratulation dazu zu dem Erfolg, würde ich es danach noch 3 Tage einsetzen, auch wenn kein Schmerz da ist. Vielleicht muss man es dann später niemals mehr wiederholen, weil eben das dann länger anhält. Eine Anwenderin hat schmerzhafte Hüftschmerzen. Das ist ein bisschen schlecht geschrieben von mir. Sie hat durchgeführt C738, das sind die Hüftschmerzen, und C938, ich wiederhole C938. Sie wissen schon, meine Lieblingsanwendung, Lumbago in Klammern Hexenschuss. Nach nur einer Anwendung, und ich zitiere, nach nur einer Anwendung Hüftschmerzen, das ist also die C738, in Kombination mit Lumbago, das ist die C938, waren hartnäckige Hüftschmerzen weg. Das ist doch eine erfreuliche Meldung und da freue ich mich darüber. Jetzt möchte ich schon Ihre Fragen beantworten. Vielleicht einige vermissen, vielleicht die Kommunikationsmitteilungen. Das können Sie dann in den nächsten, die ich jetzt gerade durchklicke, den nächsten Folien, diejenigen, die das mit herunterladen, können Sie das dort nachlesen. Können Sie dort informieren, über welche Links Sie zu den wichtigen Informationen in unserem YouTube-Kanal kommen. Und
Ich bedanke mich, auch wenn ich das heute nicht ausführlich erwähnt habe, bei denjenigen, die über ihre Empfehlungen zu neuen Anwendern geführt haben, und freue mich, dass wir doch in großer Zahl die Tipp-Provision auszahlen können. So.